Ihr werdet nun das Vergnügen haben, das erst vor wenigen Tagen gegründeten Stubentauer als Schauspielensemble die Belästigung oder, nachdem es hier nur ein Gericht und keine zweite Instanz oder weitere Instanz gibt, kann man es auch betiteln, der Narr ohne Kopf. Ich wünsche dazu viel Vergnügen. Seid ihr ja, Peppe von Struden. Ihr seid verhaftet und werdet dem Hohen Gericht vorgeführt. Verurteilt, in Ketten gelegt. Beschuldigt woher? Eines neumodischen Verbrechens. Sexuelle Belästigung. Ist das jetzt strafbar? Ja, und wie? Aber ein gewisser Clinton in Amerika? Red ja keinen Blödsinn. Amerika ist noch gar nicht entdeckt. Und was habe ich verbrochen, Eminenz? Du Lüstling hast der gnädigen Fräulein Kunigunde ins Bein gezwickt. Und zwar mit Absicht. Nein, mit der Hand. Wo bleibt das Hohe Gericht? Es kann leider nicht kommen. Wie das? Es holt die Augen schlafen. Wie das? Wie das, wie das? Das Hohe Gericht ist müde von Speis und Trank. Hauptsächlich vom Trank. Und wann wird es wieder erwachen? Wenn es wieder durstig ist. Das kann nicht allzu lange dauern. In der Zwischenzeit wirst du eingesperrt. Haltet ein, Herr Vogt. Der Mann ist schuldlos. Wie das? Tretet näher, Herr Advokat. Zum Tatbestand der Belästigung gehören bekanntlich zwei. Selbstverständlich. Ein Belästiger und eine Belästigte. Der Belästiger ist hier. Und die Belästigte ist da. Vorzüglich. So mögen uns den Zeugen und Angeklagter zeigen, wie die Tat vor sich gegangen. Oh! Was soll das heißen? Oh! Den Peppi zu strafen, das wäre verrückt. Noch nie hat mich einer so scherzlich gezwickt. Verdammt, sie hat es wohl genossen. Genossen und Genossinnen. Ach, schleicht euch alle. Wie reinte schon der alte Walter von der Vogelweide? Einst saß ein Fräulein schlank und rank im Mondenschein auf einer Bank. Ihr Anblick machte mich so froh. Ich zwickte sie in den Popo. Sie war nicht böse, sie schien beglückt, da habe ich sie noch mal gezwickt. Die Kirche fühlt sich, meine Herren, belästigt. Manche hat das gern. Ende des ersten Aktes.